Und Sie müssen das, wie wenn Sie Klavier spielen lernen, wie Etüden, einfach immer wieder lernen. Das ist nicht nur mit der Art, wie ich das technisch mache und Ihnen Dinge vormache, sondern das sind auch die Konzepte, die ich Ihnen mache, die sehr vertraut sind. Wir fangen auch gleich anfangen damit. Sehr vertraute Konzepte, die Sie einfach immer in Frage stellen müssen. Was wir nämlich haben als Architekten in dieser Zeit ist, dass es sowas wie eine kopernikanische Wende gibt. Das, was Sie lernen in der Schule, dass es Ursachen gibt, dass Sie Dinge verstehen können, wenn Sie verstanden haben, ist es gut, wenn Sie nicht verstanden haben, ist es schlecht und so weiter. Das zählt nicht mehr, weil wir ein Planetensystem haben und Konstellationen. Alles dreht sich umeinander, alles ist vernetzt, alles dreht sich umeinander wie ein neues Planetensystem. Und dann kommt es immer darauf an, wie die Konstellation ist. Wer gerade wie fragt, aus welcher Perspektive, wie der andere ist und so weiter. Und dann dreht es sich, aber das kann es alles nicht wieder reproduzieren. Also dann kommt es 5 Minuten später, ist alles wieder anders. Deswegen kann man nach keiner Ursache fragen. Man kann nur danach fragen, ob man diese Konstellation versteht. Oder was man damit anfangen kann. Doch diese Konstellation kann man auch nicht sehen. Weil sie sich permanent ändert. All solche Dinge. So, deswegen müssen Sie etwas anders lernen. Das die eigentliche Herausforderung ist das, dass Sie keine Angst davor haben, dass sich alles dreht, dass Sie gar nicht mitschreiben wollen, brauchen gar nicht mitschreiben. Auch was ich Ihnen erzähle, es wird auf jeden Fall so sein, dass werden Sie sagen, aha, prima, habe ich jetzt verstanden. Wenn Sie das zu Hause erzählen wollen oder dann auch morgen wieder versuchen, werden Sie es einfach nicht hinkriegen. So, und das wird Ihnen immer so passieren. So, Sie werden immer sagen, ja, das ist plausibel. Und 5 Minuten später geht es nicht mehr. So. Und das ist das Problem. Oder das ist Form von neuem Lernen. Was Sie aber machen werden und dann erleben werden über die Zeit, indem Sie das immer wieder machen und immer wieder, kriegen Sie eine gewisse Stabilität. Und das ist ja auch wirklich fantastisch, wenn Sie schreiben und lesen lernen. Das sind 24 Buchstaben. Und was immer Sie sich überlegen, können Sie es aufschreiben. Wie lange hat das gedauert, bis Sie das konnten? Und wie viel Übung ist das? Aber wenn Sie das können, können Sie die fantastischen Gedichte, Sie können tolle Konstruktionen machen, Sie können alles zu sich zusammen, also anything, also nicht alles, was da ist, sondern alles, was man sich vorstellen kann, können Sie aufschreiben. Das ist fantastisch. Mit 24 Buchstaben. Ein Buchstabe ist nichts. Es dreht sich immer nur die ganze Welt um einen Buchstaben. Da haben Sie hier ein A, dann ein N, machen Sie klick, klick, und dann machen Sie ein T, haben Sie die Ameise, and. Ja? Klick, 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 ist die Ameise da. Weil Sie es können. Nicht, weil sie da ist. Weil da gibt es keinen Grund für. So, dann nehmen Sie das N und machen klick, klick, klick auf ein R und dann haben Sie Kunst da stehen. So, und so ist das mit Code und mit Computern auch. Exakt genau das. Ganz wenig Zeug eigentlich und Sie drehen immer die ganze Welt. Und wer das kann, kann es. Und redet mit. Und die wenigen, die das können, machen heute diese großen Plattformen mit Social Media und so weiter, und vor denen kriegen wir Angst, weil das per Definition tyrannisch ist. Und Tyrannen sind eigentlich die Vorreiter, die deswegen mächtig sind, weil sie es können. Und jetzt gibt es Tyrannen, die sind unethisch, die machen das auf eine schlechte Art, wie jetzt zum Beispiel Cambridge Analytica, andere, da sagt man, das ist okay, und so weiter. Das Problem von den Tyrannen ist eigentlich nur, dass die anderen es nicht gelernt haben. Um mitzureden. Und wenn ich reden kann auf dieser Sache, ist keine Person und kann auch nicht daherstellen und sich als politisch äußern, weil er einfach nicht weiß, was los ist. Diese Dinge will ich Ihnen beibringen. So, das hat... Geht das, Recording? Super. Jetzt habe ich ein bisschen so geredet. So, jetzt ist das
das, was Sie gewählt haben als Ihr Fach, etwas Besonderes. So, was Sie, und das, deswegen glaube ich auch, dass Architektur politisch und ökonomisch sein muss. Das sind vor allen Dingen politische Fragen. Und Sie müssen jetzt, vor allen Dingen, wo alles so beliebig wird, Standpunkte formulieren lernen. Das ist das, was Sie machen müssen. So, und das Tolle an Architektur ist, dass sie keine Disziplin ist, dass sie keine Spezialisten sind. So, es gibt Mediziner, es gibt Juristen und so weiter, es gibt Pharmazeuten, all diese Dinge, das sind sie nicht. Und es gibt nur vier Bereiche, die keine Disziplin sind. Das ist die Architektur, so, das behaupte ich jetzt. Ne? Das ist, da gibt's, kann man lesen drüber, aber man kann auch anderer Meinung sein. Vieles, was ich Ihnen sage, kann man anderer Meinung sein. So, aber ich glaube, an der Hochschule muss das so sein, dass ich sehr präzise sage, was ich denke. Dann gibt es viele andere Kollegen, die hören sich auch alle an. Und dann müssen Sie sagen, was meine ich denn jetzt? Wenn ich immer vorsichtig bin und das Austarierte, dass das alles irgendwie korrekt ist, lernen Sie nichts. Ja? Sie lernen im Kontrast von meiner Rede zu den Reden meiner Kollegen Architektur. Das ist die Kunst des Fügens, wie sie Dinge zusammensetzen können, was immer es ist. Es gibt die Mathematik, das ist der königliche Weg zum Wissen. Das hat mit Zahlen oder so weiter nichts zu tun und mit Formeln. Das ist alles schlecht gelernt in der Schule. Mathematik ist einfach die Form von Denken, die keine Anwendung hat. Das heißt, nicht korrumpiert ist von irgendwas. Und deswegen auch zum Beispiel zwischen allen Kulturen funktioniert. Weil sie mit den Kulturen nichts zu tun hat. So, das heißt, ich bilde jetzt auch in China aus. Und da ist das Setup komplett anders. Aber über die Mathematik kann man sich gut verständigen. Das ist sowas wie ein Spiegel, mit dem man reden kann. Weil die Mathematik nicht korrumpiert ist. So, und wenn Sie, das ist auch meine These, dass das Wissen nicht verankert, das hatte ich erzählt mit diesem Planetensystem, das Wissen ist nicht verankert im Boden und das kann man nicht sehen. Wissen kann man nicht sehen. Vollkommen idiotisch, diese Vorstellung, dass man einen Helm hat und dann guckt, was jemand denkt. Was idiotisch, das gibt es kaum. Denken kann man nicht sehen. Ja. So. Und wie war oh, yeah. Jetzt habe ich mich verklappert. Ja, mit. Okay, lassen wir. So, also, diese Fakultäten, das, was Spezialisten sind. Dann haben Sie diese horizontalen, das sind die. Die Disziplinen sind vertikal und das Horizontale sind die Fakultäten. Architektur, die Kunst des Fügens, Mathematik, der königliche Weg zum Wissen. So, das heißt, das ist der schnellste Weg, um herauszufinden, wie etwas gedacht wird. So, und dann hatte ich erzählt, dass ich denke, dass wir in einem planetaren System wieder sind, wie in der Renaissance auch und wie bei den Griechen auch, aber nicht so wie im 18. und 19. Jahrhundert, wo alles ausgebreitet wurde. So, und jetzt hänge ich schon wieder an dieser blöden Stelle. Da habe ich einen Haken, okay. Nee, wir haben. Okay. Haben wir die Architektur, wir haben die Mathematik. Wir haben die Mathematik in diesem Planetensystem, wir haben die Mathematik in dem Planensystem. So, dann gibt es als dritte Fakultät, ist es die Philosophie, die übergreifend ist. Und als viertes, denke ich, die Religion oder Theologie. Alle vier werden zurzeit diszipliniert, sprich man schaut, dass das Spezialisten werden. Die Mathematik soll irgendwelche Probleme lösen, die Philosophie
wird zu einem Lebenshelfer, die Religion wird irgendwie säkularisiert und wird gesagt, ja, die sollen halt die Alten pflegen oder so. Ja? Und die Architektur, die soll es halt schön machen. Das geht nicht. Und wir sehen die Krisen, die wir überall haben. So. Und was wir brauchen ist, dass wir verstehen, dass das orthogonal ist, dass es Dinge gibt, die gemacht werden müssen, und das ist Informationstechnologie. Wie es die Mechanik war in der Renaissance. Heute ist die Mechanik Informationstechnologie. Und die Informationstechnologie ist Quantenmechanik. Das werde ich Ihnen zeigen. In den sozialen Medien ist das ja auch so, wie bei den Quanten, wo man nicht richtig weiß, ob Welle oder Partikel, und je nachdem, wie man fragt, kommt immer wieder was anderes raus. Bei Google ist das exakt das Gleiche. Wenn Sie die Frage dreimal machen, kriegen Sie einen anderen Preis für Food.de. Alles, was Sie tun, ändert den ganzen Globus. So ist das mit der Informationstechnik als Quantentechnik. So, gehen wir mal hierher, um Ihnen das schmackhaft zu machen. Worum es geht. So, was Sie in der Schule gelernt haben, ein Dreieck. Ja? So, ein Dreieck. Dann denken Sie, haben Sie gelernt, drei Linien, drei Punkte, Winkel, 180 Grad und so weiter und so weiter. So, jetzt sage ich Ihnen, dass das einfach irgendwie zu blöd ist. Geometrie ist etwas, wie Sie diese Wellen und Partikel von der Quantenphysik und so weiter, das sind, wo sich alles immer umeinander dreht, die ganze Welt immer umeinander dreht, alles miteinander verknüpft ist und so weiter, wie wir das jetzt im Internet können. Und das gesamte Internet drehen Sie, und Geometrie ist das, was wir jetzt zeichnen, ist der Schatten. Geometrie ist zu verstehen, wie das Ding funktioniert, wie sich das alles dreht. Und das, was Sie da als Dreieck drauf hinsetzen, ist der Schatten. Da haben Sie die Sonne und Geometrie ist der Schatten. Und dann sagen Sie, das ist echt. Das ist ja Quatsch, weil das, wo Sie über reden, ist die Welt, die sich dreht. Und zwar alles um alles. So, jetzt möchte ich, ist vollkommen klar, das Internet ist, das ist auch wichtig zu wissen. Es geht immer um 1880, ist die Mathematik für das, was wir heute haben, entwickelt worden. 1880 bis 1920. Ich bin jetzt nicht ganz sicher aufs Jahr, aber ich glaube 1904 ist das, was heute das Internet ausmacht und Google und so weiter, von einem russischen Mathematiker namens Markov entwickelt worden. Das ist 1904, das ist die Mathematik. Und Sie sehen auch in der Kunst, ab da fängt man an mit Kubismus, Expressionismus, Impressionismus und so weiter. Da gibt es dann, fängt es an, der internationale Stil, Bauhaus und so weiter. Das ist die Quantenzeit, ab da. Von hier an ist die Quantenzeit. In der Mathematik, wenn Sie herausfinden wollen, was da neu ist, in der Quantenphysik mit Einstein und so weiter, gucken Sie hier die Mathematik an. Das, was im 20. Jahrhundert passiert ist, ist nur, dass es die Maschinen jetzt so funktionieren. Und das nachmachen. Interessant ist jetzt, dass 1998 Google dafür ein Patent gekriegt hat für diese Mathematik. Wichtig zu wissen. So. Hier, wenn Sie jetzt anfangen wollen, was eigentlich Geometrie ist, also nicht so ein blöder Schatten, dann können Sie jetzt anfangen, das Dreieck anders zu lesen. Und das tut man, wenn man zum Beispiel, wie Thales das gemacht hat. So, Sie stecken einen Stock, den nennt man Gnomon. Den stecken Sie in den Sand, wie eine Sonnenuhr. Und Gnomon heißt, das ist der, der alles weiß, aber nichts ist.
Das ist die, der weiß alles. So, das ist der Gnomon. So, der weiß alles, ist nichts, ist tot. Alles, was man weiß, in dem einen vertikalen Punkt, ist nicht da. Aber er weiß alles. Ist also tot. Der Schatten dreht sich um diesen Gnomon. Der ist lebendig, hat aber keinen Körper. Das Ding hier kreiselt und das Ding hier ist stabil, linear. Und es gibt nichts anderes. Ja? Das hier ist die Zeit tot. Und das hier ist der Raum weg. So, das ist so sagen, ja, sind zwei Linien, ist vollkommen, ist ja wunderschön eigentlich, ne? So, da, also hier wohnen jetzt, ne? Hier, so da, das, da wohnen die Geister. Und hier wohnen wir. Im Raum wohnen wir und die Geister wohnen in der Zeit. Da gibt es von den vedischen Religion, die mag ich sehr, sehr gerne, die Geschichte. Weil sie müssen wissen, das geht immer um die Welt. Und ab da macht der Schaffer ja Spaß. Zwei Linien zu kreuzen macht überhaupt gar keinen Spaß. Ne? So, es gibt die vedische Religion, das ist die 3000 Jahre alt. Unsere griechische und auch die indische, also der ganze Raum von Indien bis nach Europa kulturell ist im Prinzip auf dieser Achse und so organisiert. Diese Religion ist mündlich überliefert seit 3000 Jahren. Ein Ritus dauert ungefähr ein Jahr. Und die Priester müssen das Leben lang lernen, damit sie das memorieren können. Sie können nichts anderes machen. Das ist so kompliziert, diese Gedichte sind so lang, dass sie das ganze Leben lang immer lernen müssen. Und es gibt immer noch welche. Man hat erst vor 200 Jahren angefangen, etwas aufzuschreiben. Forscher sagen jetzt, dass weil das so strikt ist und so schwierig ist, das immer zu behalten, ist das die einzige Form, das ist auch interessant, die vermutlich ursprünglich ist. Also wie vor 3000 Jahren, ohne größere Fehler. Alles, was wir jetzt gelernt haben, zum Beispiel über die Griechen, auch mit unserer Bibel kennt man das, mit dem Koran kennt man das, die sind ja alle mal aufgeschrieben und dann wird immer geschummelt und gefaked und so weiter. Da weiß man ja nie richtig, da gibt es ja diese Schulen und dann macht der eine das und der eine ist ehrgeizig hier und der andere Schüler, der soll mehr bezahlen, schreibt man es eben so rum, macht ein bisschen Marketing und so weiter. So dreht sich das die ganze Zeit über die Jahrhunderte. Noch nicht mit dieser vedischen Überlieferung. So, und die sagen jetzt zum Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde. Wir haben ja und sagen, wenn da so ein Unwetter kommt, wie Hurricane Katrina, dann sind das Götter, ne? Die schimpfen. So. Ist ja nicht so, dann haben wir, sagen ja, so ist es halt. Die kommen halt aus der Zeit. Die sind unsterblich. Und die kommen und zeigen sich im Raum. Dann haben wir Angst davor. Und die Veden, die sagen jetzt zum Beispiel, dass die Götter immer rumfliegen und auf den Bäumen hocken so und immer unsterblich sind, aber Geister sind, die haben keinen Raum, so wie wir keine Zeit nehmen können, richtig. Und dann sagen die, manchmal sehen die Priester und die Priester müssen ganz strenge Rituale machen, auch wieder tagelang. Und wenn die das so machen, werden die etwas unsterblich, die Priester. Und dann werden die für die Götter sichtbar in der Zeit. Ja, so wird das erzählt. Und dann kriegen die Götter Angst. Das finde ich sehr wunderbar. Genau dieses Spiel zwischen der Zeit und zwischen dem Raum, zwischen dem Unsterblichen und dem und so weiter. Sterblichen, Geist oder Körper, das ist das Spiel. Und das ist das Spiel zwischen dem Stock und dem Schatten. Unter der Sonne.
dass man damit etwas macht, dass man das lesen kann, ist die Hypotenuse. Und das ist der Intellekt, dass wir sagen können, ja, wenn ich den Stock hier hinstecke und wenn ich den hier hinstecke, ist der Schatten etwas anders und das sagt mir alles über die Welt aus. Diese Differenz zwischen diesen zwei Schatten, da kann ich alles mitlesen. Ich kann den Ort, ich kann die Zeit bestimmen, ich kann die Differenz von dem Ort bestimmen und so weiter. Unsere ganze Physik, Astronomie und so weiter wird davon abgeleitet, dass man das beobachten kann und auf den Punkt bringen kann. So, das ist unsere Ratio. Und der Intellekt. So. Jetzt sehen Sie, das sind die Toten, das sind die Lebendigen, die Toten mit Körper, die Lebendigen ohne Körper. Das ist unser Intellekt, der das in eine Proportion bringt. Das ist die Hypotenuse. So, jetzt kennen Sie dieses Phänomen, wenn das hier 1 ist und das hier 1 groß ist, dann ist das hier Wurzel 2. Das ist, was die Geometrie macht. Das ist die alte Welt, das ist das Tote der alten Welt, das ist das Lebendige der alten Welt und das ist die neue Welt. Das Interessante von der Hypotenuse ist nämlich, dass sie irrational ist. Und damals konnte man immer nur mit 2 Potenzen und mit 3 Potenzen und die konnte man miteinander in Verhältnis setzen. Oder andersrum. 3n durch 2n, all die ganzen Stimmungen von den Instrumenten gehen so und so weiter, die ganzen Quintenzirkel von Pythagoras gehen so. So, die Zahlensysteme, die man von den Ägyptern gelernt hat und von den Babyloniern, gingen nur mit diesen Kombinationen von 2 und 3, gerade und ungerade. Partikel, Wellen. Das ist für die Ägypter, ist das hier die 2 und das hier die 3. Oder Vielfache davon. Dann bringt man das in Proportion. Das Interessante ist jetzt hier, dass diese Hypotenuse weder gerade noch ungerade ist. Das ist eine Zahl, die nicht da ist, die es nicht gibt. Und das Wesentliche jetzt bei den Griechen, also das, was vor 2.500 Jahren entwickelt worden ist, da haben die gesagt, aber wir können doch damit rechnen, wir können da was mit machen. Und dann wird es symbolisiert, dass es paradox ist, dass man weder Mann noch, noch Frau ist, dass man weder gerade noch ungerade ist, weder Welle noch Partikel. So, deswegen diese Aufregung in Quantenphysik ist einfach irgendwie Quatsch. Es geht einfach darum, was ist eine 2, was ist eine 3, was ist eine gerade, eine ungerade Zahl. Und jetzt gibt es Dinge, bei denen man das nicht entscheiden kann. So, und dann haben die einfach gesagt, okay, machen wir die Symbol darüber. Und das ist der nächste, die nächste Level vom Intellekt. So. Und jetzt ist das so, dass das hier, wenn die das jetzt so wollen, und dann gehe ich zum nächsten Kapitel, das sind Daten, das sind Prozessoren. Ja? Das ist zum Beispiel hier die DNA. Das ist die gesamte Geschichte von unserer Herkunft, die 2000 Milliarden Geschichte der menschlichen Entwicklung, von der Spezies, organischen Entwicklung, das ist unsere DNA. Dann haben wir Proteine. Muskeln, Körper, prinzipielle Beweglichkeit. Hier haben wir die ganze Geschichte unserer Herkunft, Tod. Daten. Das sind die Prozessoren, da dreht sich immer alles. Das sind Proteine, die das können. Und hier sagt man einfach, das ist wie die Wurzel 2. Ich will ein Baum sein. Fertig. Wenn Sie das nicht wollen, und das kommt. Das ist, was wir sagen, wir müssen hintritt sein, wenn wir irgendwas wollen können. Und das müssen Sie ausdrücken können im Moment auf der technischen Ebene mit Gott.
Die müssen sagen, ich will das. Dann geht das. So, diese ganzen Geschichten erzähle ich nur, erstens, dass das alles unglaublich primitiv dargestellt wird in der Schule. Ich habe auch 40 Jahre gebraucht, bis ich irgendwie ein bisschen davon verstanden habe. Und dann, dass es zweitens immer um die ganze Welt geht. Und dass das, was wir jetzt haben, zum Beispiel Maschinelle Intelligenz und so weiter, alles nicht neu ist. Das ist immer das Gleiche. Wenn das Denken jetzt also was wie Planetensysteme sind, dann geht es nicht darum, wie da, was da ist und einfach ein Foto machen und dann sagt man, das sind jetzt die Planeten, weil dann ist ja im nächsten Moment wieder anders. Das Interessante ist, dass die Planeten in Konstellationen wiederkehren. So, und jetzt ist meine Hypothese, dass mit der Antike, den Griechen, den Römern, der Renaissance mit dem Barock, also vom 15. bis ins 17. Jahrhundert und heute seit 1880, 1900, wir in der gleichen Konstellation sind. Das heißt, die schlauen Menschen, die Mathematiker, die Architekten, alles was Meisterwerke sind von dieser Zeit, sind auf eine vergleichbare, in der gleichen Konstellation gedacht. Und dann gibt es Gegenkonstellationen, wie zum Beispiel das Mittelalter oder wie die Aufklärung und die Romantik. Das sind Gegenkonstellationen in den planetaren Gefügen. Und die Mathematik zeigt Ihnen, wie Sie lernen können von diesen anderen Zeiten. Und Sie sehen, wie diese einfachen Geschichten gehen. Auch zum Beispiel Berechenbarkeit und so. Die Zahl 2 ist, Wurzel 2 ist nicht berechenbar. Das heißt, die blöde Frage, ob ein Computer übernimmt, was wir tun oder nicht, oder ob ein Computer aufhört zu rechnen, was so, ist einfach immer schon da. Und die Lösung dafür war, dass man einfach sagt, lassen wir halt eine gewisse Zeit rechnen, machen ein Wurzelzeichen drüber, dann war es das. Oder wenn man wirklich wissen will, was das bedeutet mit maschineller Intelligenz und wie man mit maschineller Intelligenz. So, hier wäre hier und dann mit der, also das prinzipielle Rechnen ist hier, maschinelle Intelligenz, und das ist das, was wir machen müssen. Das, was Sie lernen müssen, um nicht mit den Computern konkurrieren zu müssen. Einfache Geschichte. So, ja? Oder, dann kennen Sie zum Beispiel 2 von 3. Dann sagen Sie, ja, das sind 2 Zahlen, die sind da im Bruch. Das hier ist linear und das hier ist separat. Das eine mit den Geistern, das andere ist mit uns. Das eine ist sterblich und das andere ist da. Das gleiche, und das sind dann die Zahlen heute, da sagen Sie 2 plus 3i, die komplexen Zahlen, das ist gerade, das ist separat. Das sind die Geister. Und das sind wir. Punkt. Das ist der Geist. Nicht da. Unsterblich. So, und das war auch jetzt die Zeichnung, die wir am Anfang hatten. Hier. Das ist eine Darstellung von vom komplexen Zahlenraum, ist dieses. Gut, jetzt sehen Sie da, das sind Punkte. Das sind 4 Punkte im Raum und Sie sehen auch Linien. So, das Schöne ist jetzt, dass sowohl die Punkte als auch die Linien sich drehen. Und das wird durch Farben dargestellt. Und Geometrie ist sowas. Das ist jetzt einfach eine andere Darstellung von Geometrie. Statt ein Dreieck jetzt hier, also das hört das jetzt hier so zu zeichnen. Ja, man hat hier einen Punkt, hier einen Punkt, hier einen Punkt, hier einen Punkt. Und dann sowas zu zeichnen, macht man das so. Hier ist alles tot. Und die Farben machen es lebendig. Und die Farben drehen. So, die drehen bei den Punkten einmal so rum. Und mit den Farben drehen sie, um die Linien drehen sie sich so rum. Und wenn Sie jetzt einen Punkt verschieben, sehen Sie, alles verändert sich. Das ist ein Symbol dafür, was Geometrie ist. Oder die Quantenphysik funktioniert. Je nachdem, wie sie sich positionieren,
welchen Standpunkt sie einnehmen, ist alles anders. Und das geht nur über dieses hier. Das Tote, also das Körperhafte und das Zeitlose zusammen. Und wenn sie das nicht zusammenlegen, ist alles entweder weg oder tot. So, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wie viel haben wir? Sie merken, ich kann immer beliebig lange über solche Sachen reden. Kommunikation. So, was ich jetzt, meine Hypothese ist, nur damit Sie Geschmack an die, ich habe Ihnen ja erzählt, ne? In 5 Minuten wissen können Sie es nicht mehr erzählen. Aber jetzt zeige ich alles auf, es wird immer alles auf YouTube, ihr könnt sogar online auf YouTube, oder diesen Fernsehkanal. So, und ich werde jetzt diese Skripte, werde ich jetzt mit dem YouTube verlinken, das wird, denke ich, am Samstag kann ich Ihnen das geben und dann können Sie das alles nochmal neu angucken und so weiter. So. Was meine Hypothese ist jetzt, dass wir in den westlichen Kulturen, das heißt in den Kulturen von Europa bis Indien, dass das Lineare hier unser Sensorium ist und dass wir das sehen. Unser primäres Sensorium ist der Blick. Unser primäre Aktuatorium und das Sehen ist immer gerichtet. Unser primäres westliches Aktuatorium ist die Sprache. Ja? Das ist say or talk. Und das Tolle mit der Sprache ist, anders als der Blick, dass um die Ecke geht. So, ist so. Geist. Das Lustige ist, und das müssen Sie sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass man nicht sagen kann, oder dass man nicht, was man sieht, nicht hört, und das, was man spricht, nicht sieht. Oder was man zeigt, kann man nicht hören, und was man spricht, kann man nicht sehen. Weil das eine lebendig ist, ohne Körper, und das andere tot ist, mit Körper. Das eine ist ein Raum, das andere ist in Zeit. Und man sagt hierzu, das ist Geometrie, geometrisch, und das ist harmonisch. Dann kennen Sie diese unsäglichen Diskussionen auf analog oder digital und so weiter, ist natürlich genau dieses Spiel in einer unsäglich dummen Art und Weise zusammengestellt. So, was Sie jetzt machen müssen ist, wenn wir das jetzt hier so darstellen, das ist ein komplexer Raum, das ist minus von dem, das heißt, Sie müssen anfangen, das immer weiter hier so zu übersetzen. Wenn Sie kommunizieren, müssen Sie etwas sagen. Das Gegenüber muss das hören, es muss das zeigen, damit Sie es wieder sehen können. So, Sie übersetzen zwischen dem Körperlosen, zwischen dem Geist und dem Körper. Geist, Körper. Und das macht jeweils der Intellekt. Und das ist Kommunikation. So, wenn Sie sagen, ich höre, was ich rede, das als Kommunikation mache, haben Sie alles verloren. Wenn ich jetzt Gesten mache und Sie das sehen, haben Sie alles verloren. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier einen Raum haben, das mache ich auch sehr gerne, Sie stehen da drin, als westliche Menschen reden wir, das heißt, es ist räumlich.
wie die Wand antwortet. Also die Kanten hier, die Klingen, die sind geometrisch, das heißt, sie sind rau. Die Wand antwortet, indem sie es sehen. Als Bild. Ich spreche und dann sehe ich, was kommt. Und dann bleibt es spannend im Kreis. Das ist Kommunikation. Wenn Sie das kurz schließen, sind Sie mit den Maschinen, das ist hier. Und das nennt man Rhetorik. Das heißt, die ganze Sache so drehen, dass man, dass der andere nicht mitkriegt, was sie vorhaben. Ja? So. Das werden wir oft erzählen. Ja, Rhetorik. So, mit diesem Setup, das hatte ich Ihnen anfangs erzählt, wir werden sehr pragmatisch an vielen Stellen. Ich werde die Vorlesung so machen, dass Sie immer sowas wie Theorie haben, dann müssen Sie sich so schütteln, dann müssen Sie eine kalte Dusche morgens. Ich muss früher am Morgen kalt duschen. Und es ist dann so, und hören sich das an, und das wird mit der Zeit okay. Wir werden sehr pragmatische Module haben, wo sich bestimmte Dinge eben einfach, auch die nächste Vorlesung wird einfach sehr pragmatisch sein, mit dem wir da gezielt bestimmte Übungen machen, dass Sie das in die Finger kriegen. So, aber Sie können nicht erwarten, dass ich Ihnen erzähle, wie Sie eine Wand zeigen, wie Sie eine Tür mit einem CAD-System machen oder wie Sie in Photoshop irgendwelche schönen Renderings machen können und so weiter. Das müssen Sie in YouTube angucken oder von Ihren Kollegen machen das da. Das machen wir nicht. Also ich kann auch nicht von mir erwarten, dass Sie Ihre Computerprobleme gelöst kriegen oder so. Oder überhaupt eigentlich von. Eigentlich will ich Ihnen ja ausreden, dass Sie mit dem Computer irgendein Problem lösen, weil eigentlich geht es nicht darum, Probleme zu lösen. Weil die Problemlösungen, die Problemidentifizierung, Problemlösung ist maschinelle Intelligenz. Die nimmt das einfach ab. Das ist kein Problem der ganzen Geschichte. Dass Sie das alles besser können wie wir. So, deswegen. Meine These ist, zwei Dinge. Sie werden lernen, und das wird man Ihnen üblicherweise erzählen, dass Sie, stellt man sich jetzt auch vor, dass Sie als kreativer Architekt mit einem weißen Blatt Papier anfangen und dann anfangen, was zu malen, oder Sie nehmen was Knetmasse und fangen an, irgendwas zu kneten und so weiter. Nehmen eine Schere, machen was und so weiter. Meine klare Hypothese ist, das ist irgendwie nicht adäquat. Weil alles da ist im Überfluss. So, es gibt zum Beispiel also über Google Maps 320 Millionen dreidimensionale Gebäude mit Dächern und allem drum und dran. 320 Millionen fertig modelliert. Können Sie alle runterladen. Allein von der Schweiz haben wir 200.000 bis 300.000 Grundrisse. Weil die auf HomeGate mal verkauft wurden. So, Fotos über Architektur. Wie viel sind das pro Tag, die neu dazukommen? 500.000? 3 Millionen? 5 Millionen? Jeden Tag kommen die neu dazu. Wie viele Theoriebücher gibt es über Architektur? Wie viel gibt es jeden Tag neu? So, zigtausend. Ja? Nicht jeden Tag, aber insgesamt. So. Wir können damit nicht umgehen. Das ist einfach zu viel. So, deswegen ist die Strategie, das, was Sie lernen bei uns, wie kriegt man das hin, dass aus diesem weißen Rauschen von wunderbar gestalteten, schönen Fotos überall, aber weil da so viele sind, wird das alles, je mehr das sind, desto bedeutungsloser wird das alles. Das wird also tendenziell ein weißes Rauschen, dass Sie dafür, für einen bestimmten Ort, das herauskristallisieren können, was sie vorhaben an einem bestimmten Ort.
also einen Standpunkt finden, in der Flut der Daten und in der Flut dessen, was passiert. Deswegen ist die Vorstellung, dass diese Form von Intelligenz hier ist sowas wie, es ist nicht so, dass ein Objekt denkt oder dass man sagt, ja, das ist jetzt schlau. Die Vorstellung ist, es ist wie ein Wetter, es regnet, es denkt. So geht das. Also das ist Michel Serre, französischer Philosoph. Es denkt. Sondern aus dem fangen sie an zu kristallisieren und ihren Standpunkt und ihre Architektur zu artikulieren. Aus dem Vielen, aus anything. So, das wollen wir Ihnen beibringen, wie das geht. So, und deswegen ist das auch direkt so, dass es die Frage ist, wer hat die Macht? Da das so mächtig ist, glaube ich, dass Architektur auch immer schon, oder vor allen Dingen in der Renaissance heute und in der Antike, die Rolle spielt, dass sie dieser Macht ein Gesicht gibt. Das ist, glaube ich, der Kern, was Architektur macht. Wir fügen die Dinge in einer Art und Weise, dass sie ein Gesicht bekommt, in einer spezifischen Art und Weise, dass sie ein Gesicht bekommt. Das hat sehr viel mit diesem Intellekt, mit der Literacy und so weiter zu tun. Dass sie da eine Stabilität bekommen. So, um zu zeigen, was das heißt und wie fremd wir da sind, mache ich Ihnen diese kurze, einfache Rechnung. Also die Schweiz zum Beispiel, und so ist das überall in allen entwickelten Ländern, das heißt, die reichsten 50 Industrienationen und so weiter, da ist es das gleiche Schema. Die Schweiz hat ein Bruttosozialprodukt von 850 Milliarden Franken. Das heißt, Faktor 5 bis 6 ist der das Vermögen der Schweiz. Das heißt, das sind 4.500 bis 5.000 Milliarden Schweizer Franken, die die Schweizer besitzen. Darauf gibt es jedes Jahr 4-5% Zinsen. Das heißt, jedes Jahr sind von den 850 Milliarden 250 Milliarden Zinserträge. 850 minus 250 sind 600 Milliarden. Sie sind Konsum, das heißt, man produziert, man arbeitet, man konsumiert das. 250 Milliarden sind Politik. Sagen, wo es lang geht. Das ist politisches Geld. Kann man investieren, so oder so. 250 Milliarden in der Schweiz allein, jedes Jahr, eigentlich kann man mitmachen, was man will. Das Interessante ist, dass wir das nicht wissen und nicht wahrhaben. 250 Milliarden ist auch so, also zum Beispiel Google hat 16 Milliarden Forschungsbudget. Da können wir doch als Schweizer sagen, was rennen wir denn hinterher, wenn uns das nicht gefällt. Die Investitionen von Volkswagen zum Beispiel jetzt in diese Elektromobilität und diese ganzen Transfer. Volkswagen ist der größte Investor für Mobilität, 14 Milliarden. Die 250 Milliarden sind so viel, wie die größten 30 Unternehmen der Welt investieren in Forschung und Entwicklung zusammen. Das kann die Schweiz, die kleine Schweiz. Mit politischem Geld. Das Problem ist, dass das kein Gesicht hat. Dass irgendwas wird gemacht und keiner weiß, was los ist. Deswegen glaube ich, gibt keinen Diskurs darüber. Da sagt man ja klar, das sind dann die bösen Kapitalisten, was der Teufel was. So, was wir verstehen müssen ist, dass das Potenzial ist. Wenn man sich einig ist, oder wenn man den Sachen ein Gesicht gibt, dann kann man darüber reden. Man muss sagen, ja, das finde ich nicht okay, das finde ich okay. Und dann kann man anfangen, darüber zu machen. Man kann jetzt auch zum Beispiel als Demokratie einfordern, dass man davon zum Beispiel ein Drittel haben will, um es wirklich politisch in den Abstimmungen reinzubringen, was man macht. Jenseits der Konsumption, also wirklich investieren. Dieses Bewusstsein gibt es nicht. Dass man reich ist. Europa hat, da sind die Zahlen dann bei 2.500 Milliarden, die jedes Jahr 3.000 Milliarden, die jedes Jahr investiert werden können.
Da kommen die Chinesen, machen diese Seidenstraße, dieses Riesendurcheinander in den Medien. 250 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Das macht man zum Frühstück. So, wenn man das politisch artikulieren kann. Und da sehen Sie, wie diffus diese, also wie viel weißes Rauschen wir haben. Und wir haben keinen Kontrast da drin. Und was Sie lernen müssen, ist zu sagen, so will ich das gerne haben. Und das geht. Dann ohne Agitation, ne? Weil dann sind Sie wieder mit den Maschinen. Dann sind Sie wieder bei der Rhetorik und so weiter. Sie müssen einfach sagen, darüber kann man reden. Wir wollen das so. Also was ist denn jetzt der Beitrag der Schweiz zur Verbesserung der aktuellen Lage in der Welt? Was wollen wir denn tun? Und was nicht? Was finden wir gut, was nicht? Und wenn, dann muss man einfordern, dass wenn jemand irgendetwas tut, soll er dazu stehen. Das heißt, er soll es zeigen. Architektur macht das. Immer schon. Deswegen gibt es die Kathedralen, deswegen gibt es die Theaterhäuser, deswegen gibt es die Villen und so weiter. Dann kann man sagen, den mag ich nicht, den mag ich. Das ist ein guter. So, das glaube ich ist sehr, sehr wichtig. So, deswegen, es geht immer, dass Sie aus dem Ganzen das herausbewegen, also wirklich aus dem Vollen. Und das sind auch wenige Proportionen, wenige Zahlen, wie jetzt diese paar Zahlen. Die sind konstant über die ganzen entwickelten Länder. So, nicht von unten und sagen, es wird kompliziert. Das ist ein Kondensationsprozess. Das Problem ist, dass das weiße Rauschen generisch ist. Jeder ist irgendwie nett zu jedem und so weiter und irgendwie passiert alles und so weiter. Es hat kein Gesicht. Man kann damit nicht reden. Und das nennt man das Generische in der Architektur. Und dieses Generische ist die Herausforderung, die wir als Architekten haben. So. Lassen wir es. Den Rest habe ich Ihnen ungefähr schon so erzählt. So, machen wir eine kurze Pause und dann geht es pragmatisch weiter. 5 Minuten.
Kommt das jetzt da? Ist das gut? Kann man die Tasten sehen da auf dem Rechner? Okay, lassen Sie uns weitermachen. Gut, hier habe ich Ihnen den Plan für das Semester vorgestellt. Wir machen das vollständig anders wie... Ich war sehr ehrgeizig. Sie wissen, dieser Kurs ist neu, relativ. Es gab eine Revision vom Curriculum und ich war zu ehrgeizig in dem ersten Bericht. Und jetzt machen wir das pragmatischer. Und deswegen werden wir jetzt hier... Das Ganze wird in 3 Modulen stattfinden. Es geht eigentlich darum, dass Sie jetzt lernen, wie das architektonische Modell aufgebaut ist, wie Sie modellieren als Architekt. Und das werden wir konzeptionell sehr präzise und sehr scharf machen, sodass Sie eigentlich ein intellektuelles Instrumentarium haben, auf eine gescheite Art und Weise mit CAD-Systemen umzugehen. So, wir werden das erste Modul, das ist hier, die Module sind immer ungefähr so aufgebaut. Es wird hier eine Theorievorlesung, das ist heute. Da ziehe ich relativ hemmungslos vom Leder. Es wird am Ende vom Jahr, das heißt nach dem zweiten Semester, eine schriftliche Prüfung geben, 3 Stunden, wo Sie über diese Theorievorlesungen selber Fragen beantworten müssen. So, dann gibt es immer eine Praxisvorlesung. Hier wird es jetzt darum gehen, dass Sie in einem, das werden wir nächste Woche machen, in einem relativ allgemeinen Modeler, mit dem Sie vor allen Dingen Games und Videoanimationen machen können, für Film, und das interaktiv auch machen können, Blender, der ist Open Source. Damit werden wir fotorealistisch kleine Modelle bauen. Das werde ich Ihnen zeigen, wie das geht. So, und dann werden wir Exams haben. Weil das relativ leicht ist. Also so werden wir ein Examen haben und was in diesen 1,5 Stunden. Und dann machen wir einen Zeitplan und dann müssen Sie eine Aufgabe, die wir hier diskutiert haben, so geübt haben, dass Sie in 10 Minuten lösen können. So. Das wollen wir sehen. Und dann kriegen Sie entweder yes oder no. 10 Minuten, bam, Ende. Wie beim
beim Schnellschach. So. Das heißt, ich werde Ihnen das hier erklären, wie das geht. Das wird dann online sein mit YouTube, dass Sie das nachmachen können. Und dann möchten wir das hier sehen, dass Sie das können. So. Und so geht das jetzt im Wesentlichen weiter. Hier geht es jetzt ums Design und um die Konstruktion. Das heißt, Sie modellieren Objekte, was ich denke, was keine Architektur ist. Dann geht es hier um die Architektonik, das heißt, wie man Dinge zusammensetzt. Ich habe Ihnen gesagt, Architektur ist die Kunst des Fügens, also wie man Dinge im Raum und in der Zeit zusammensetzt. Da gibt es wieder eine Theorievorlesung, wieder eine Praxisvorlesung. Dann, weil die Übung etwas komplizierter wird, machen wir ein Tutorium. Das heißt, Sie können dann mit Ihren Problemen, die Sie dabei haben, fragen. Dann wird Ihnen geholfen von uns. Und dann gibt es wieder eine Prüfung, 10 Minuten. Drittes. Und dann, hiermit haben Sie dann gelernt, also hier, das ist das, was Design ist, das, was die Designer machen, das ist das, was ich denke, was Architekten machen, das sind die Strukturen, wie Design machen komplizierte Objekte, aber einzelne. Und das, was Sie als Architekt eigentlich das Problem haben, ist, dass Sie 1 Million Objekte haben. Und die setzen Sie relativ einfach zusammen. Es geht nicht um das Formen der Objekte, sondern es geht darum, viele dieser Objekte, die designt sind, zusammenzusetzen. Und da gibt es in jedem CAD-System bestimmt sehr wenige, sehr grundsätzliche Strukturen, wie man sowas organisiert, dass sie den Überblick haben mit 1 Million Objekten. Und das sind auch diese Listen, diese mit Building Information Models, von solchen Sachen werden Sie vielleicht hören oder gehört haben, die da wichtig sind, dass Sie einfach wissen, wie viele Türklinken Sie bestellen müssen, linksrum. So. Und da keine Fehler bei machen. So. Dass Ihnen das nicht da rausläuft, dass Sie da übermäßig viele Bodyjobs haben und immer nur Listen nach und Excel alles nachlesen müssen und trotzdem viele Fehler haben und so weiter, müssen Sie einfach die Sachen gut organisieren können. Dafür gibt es nur sehr wenige prinzipielle Verfahren. Das werden wir in der zweiten Modul lernen, worum es da geht. Und im dritten Modul werde ich Ihnen zeigen, dass das eigentlich sowieso alles gar kein Grafikproblem ist. Die Vorstellung, dass der Architektur in der Renaissance ist kein visuelles. Also wenn wir diese Zeichnung hatten, die Vorstellung in der Romantik und in der Aufklärung, das heißt von 1750 bis 1900, ist, dass man Architektur sehen kann. Dass man sensibel sein muss und dass man es anfassen kann, dass sie unsterblich ist. Die Vorstellung der Architektur in der Renaissance, in dem Barock und ich denke auch jetzt im 20. Jahrhundert und heute ist, dass sie spricht. Die ist zirkulär. Das ist ein Planetensystem. Sie sind aktive Subjekte. Und sprechen kann man nicht sehen, ne? Ich finde das vollkommen klar und auch jetzt, deswegen muss man es kodieren. Man muss es schreiben. So, und wir haben auch mit dem Code, weil der Computer ja immer alles beliebig lange verzwirbeln kann und der nicht müde wird, wenn er 5-mal was gerechnet hat, das gleich 5 Millionen, 5 Milliarden Mal zu machen, das ist mir vollkommen Schnurz. Wenn Sie das einmal raus haben, dann hat der Computer keine Schwierigkeiten mit den 500.000 Architekturbildern, die jeden Tag reinkommen. Wenn Sie aber die Vorstellung haben, dass die Bilder zu sehen sind, sprich aufgelistet, ist das absurd. Wenn das gezirkelt wird, ist nicht da. Geist. Trotzdem können Sie darüber reden, wie die Wurzel 2. Deswegen glaube ich, dass adäquat ist, um aus dem vielen, aus dem weißen Rauschen etwas Konkretes destillieren zu können, dass, wie es auch in der Renaissance, im Barock war, dass sie es reden müssen, müssen es kodieren. So, und das werden wir in dem dritten Modul lernen, wie das geht und Ihnen die Arbeit sehr erleichtern. So, das ist der Zeitplan und der Rhythmus, wie wir arbeiten wollen. Das heißt, Sie werden 3 Theorievorlesungen haben, 3 Praxisvorlesungen, 2 Tutoriums und 3 Exams. Es ist jetzt so, dass Sie 2 von diesen Exams bestehen müssen, damit das klappt.
von dem Jahr. So steht es in der Prüfungsordnung. So, das ist unser Plan für dieses Semester. So, was wir möchten ist, dass Sie, und das müssen Sie zum nächsten Mal auf jeden Fall machen, dass Sie Blender installieren, Blender 2.8. Ich werde Ihnen das online machen. Sie müssen sich Mathematica installieren, Blender 2.8 ist frei, das können Sie im Internet finden. Mathematica ist ein sehr teures Programm, mit dem ich das hier alles mache. Damit werden Sie arbeiten. Dafür gibt es eine Campus-Lizenz. Das müssen Sie sich organisieren hier mit den Informatikdiensten. Da können Sie diese Software runterladen. Sie werden eine Einführung bekommen. Sie müssen sich bei der Zenotica anmelden, um arbeiten zu können, um Material zu bekommen. Und ich denke, Sie sollten sich als Media Player, damit wir Filme und Audiodateien angucken können, damit arbeiten können, müssen Sie VLC Media Player runterladen. So, da gibt es alles Anleitungen für, wie das jeweils geht. Klicke ich mich jetzt nicht durch. Im Wesentlichen läuft es darauf raus, dass Sie, und es funktioniert auch eigentlich ganz gut, gucken Sie, wie das im Internet beschrieben ist, wie das geht, und das installiert sich dann. Müssen Sie ohnehin lernen, wie sowas geht, wenn Sie nicht geübt sind. Wenn Sie jemanden, Sie werden Freunde haben oder können dadurch Freund werden, wenn jemand anders das hingekriegt hat, helfen Sie sich untereinander und fertig. Ist alles kein großes Problem. Ja? So, diese Dinge müssen da sein. Die Datenbank werde ich Ihnen nächstes Mal erklären, wie das geht. So. Das ist jetzt hier Mathematica. So, es meldet sich, machen wir das hier mal eben weg. So, es meldet sich immer mit so einem Fenster. Und das, was Mathematica ist ein Texteditor. Wie Word oder Pages. Sie können auch Folien damit machen und so weiter. Was ist ein Texteditor? Und das können wir also jetzt hier einfach sagen. Dies ist ein Text. So, Sie können das Ding auch hier dem anderen Format geben, so wie man das kennt. So, der einzige Unterschied zu Word ist, dass das ein zirkulärer Satz ist. So, da sind wir wieder bei unserem. Also, Word schreibt linear. Und damit ist der Text immer tot und ewig. Ja? So hatten wir ja so. Mathematica ist ein kreisförmiger Editor. Und damit ist es ein Geist. Nicht da. So, wir können nämlich zum Beispiel jetzt sagen, hier plus 3, 2. Und was der Text jetzt macht, ist, Sie drehen den und dann. Sie können auch sagen, Graphics, Rectangle, oder nehmen wir Circle, was habe ich denn hier gesagt? So. Ja? Sie können sagen, mache ich den rot haben. Sie können sagen, Graphics 3D. Also, Sie können jetzt natürlich, wenn Sie das Internet gucken, sich die ganze Weltlage an. Ich gucke immer beim Spiegel.
Hier, das ist ein schönes Bild. Bin ich aufgewachsen, Braunkohlebergbau im Rheinland. Klimaziele verfehlt. So, und jetzt machen Sie das hier. Dann ist das Ding da drin. Ja, und dann können Sie das zum Beispiel editieren und so weiter, größer, kleiner machen, rumdrehen, Farben ändern, was immer Sie wollen. Alles drin. So, nur dass Sie das. So, Sie können Musik spielen, Sie können Filme abspielen, Sie können 3D, so all diese Dinge machen. Tabellen, alles machen Sie. Das, so, und es geht immer darum, dass Sie drehen. So, was ich Ihnen nahelegen würde, was ein bisschen umständlich ist, ist, dass Sie sich daran gewöhnen, einfach nicht in einem toten Editor zu schreiben, wie Word, sondern einem lebendigen, wie Mathematiker, mit dem man alles, mit dem sich alles dreht. Ja? Sie können auch zum Beispiel hier, das finde ich ja das Tollste, Sie können sagen, Pi n von Pi ist das, ja? Jetzt können Sie sagen, das möchte ich gerne auf 1000 Stellen haben. Ich habe doch keine Angst vor 100.000 Stellen, so Millionen Stellen. Ja? So, damit werden wir arbeiten. Wir werden einfach einen zirkulären Editor machen. Und das hat mit Mathematik erstmal nichts zu tun. Es ist auch so, dass in der Computerentwicklung ist das 1930, wo die Programmiersprachen im Prinzip festgelegt sind, wie man Computer baut und wie man Programmiersprachen macht. Dann hatten wir ja immer hier, das hatten wir ja hier, wie Daten und die Prozesse zusammen sind. Und dann sind Programmiersprachen, das machen 95% der Sprachen, das ist sowas wie eine Bedienungsanleitung. Da denkt man immer so, das sind Computer. Das ist aber nur der tote Körper vom Computer. Das ist wieder nur die Linie. Das sind noch von Neumann-Maschinen. Das ist auch was mit Grasshopper zum Beispiel dann sehen. Da machen sie den Computer tot. Wir meinen immer, der Computer wäre sowas wie eine Produktionsanlage für Dinge. Stecken Sie vorne was rein, kommt hinten da irgendwas frankiert hinten raus, eingepackt, frankiert hinten raus. Das ist so nicht. Das ist von Neumann. Und das ist die orthodoxe, klassisch-mechanische Sicht auf Computer. Die quantenmechanische Sicht, das hier, ist Alonzo Church. Das ist der Intellekt von der Informationstechnik. Das ist ein zirkuläres Verständnis von dem, was Computer ausmachen. Das ist quasi die quantenmechanische Sicht, nicht die klassisch-mechanische Sicht auf Computer. So, und das ist Alonzo Church, auch 1934, 1936. Und diese beiden Konzepte gibt es. Imperative, deklarative. Linear, zirkulär. So, und der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass Sie, es wird einfach eine eklige Arbeit, wenn Sie imperativ losgehen. Wir müssen immer alles eins nach dem anderen machen und immer sagen, so muss es gehen und so weiter. Wenn irgendetwas anders ist, fliegt Ihnen immer alles um die Ohren, das funktioniert nicht und so weiter. Und dann schreiben Sie Bedienungsanleitungen, die ohne Scham sind. In der deklarativen Programmiersprache mit Alonzo Church, wie das Mathematiker eben ist, das ist Poesie. Und Sie lesen die Programme auch wie ein Poem. Da geht es nicht drum, das sind ewig. Da geht es nicht. Sie können das einfach rumdrehen, vorne nach hinten lesen, wissen nicht genau, wo Sie anfangen können. Sie können überhaupt gar nichts damit anfangen, wenn Sie nicht lesen können und so weiter. Und Sie sagen immer nicht, wie etwas funktionieren soll, sondern Sie sagen, was Sie haben wollen. Und das ist cool. Und jetzt auch so zum Beispiel zu wissen, weil diese ganzen Rotationen und die Computer ja so, auch das müssen Sie sich im Kopf behalten, weil die so restless sind. Also die drehen sich einfach die ganze Zeit. Immer. Und dann haben wir so viele Daten wie irgend möglich. Und das, was zum Beispiel Google ausmacht, dieser PageRank-Algorithmus, hier, das ist ein Gedicht von 5 Zeilen. 5 Zeilen macht das. Mehr nicht. Ist alles. Nicht kompliziert, ist komplex. Wir müssen lange nachdenken, bis sie kapieren, worum es geht.
Aber es ist nicht kompliziert. 5 Zahlen. Es ist wie ein Kristall, der immer flippert. Wunderschön. Poesie. Und wenn Sie das nicht kennen, können Sie nicht mitreden, was mächtig ist auf der Welt und was vor sich geht. Cambridge Analytica und so weiter. Ist ja eigentlich kein Verbrechen, mit jedem auf der Welt Freund werden zu wollen. Ist einfach nur unethisch, was Sie damit anfangen. So. Aber eigentlich war ja jeder von Ihnen glücklich, dass er von Ihnen ein Like gekriegt hat. Ja? So, also auf der Ebene kann man nicht diskutieren. Wir müssen einfach wissen, wie diese Kristalle sind. Sondern auf diese Idee, dass das Kristalle sein können, kommen Sie nur, wenn Sie deklarativ, also wenn es darum geht, was, nicht wie. Und ob Sie da jetzt einen Laptop hinsetzen oder ein riesen Rechenzentrum, was so groß ist wie ein Fußballfeld, ist eigentlich egal. Das ist ein Wie. Das ist nicht das Problem. Das ist ein Ökonomisierungsproblem, also ein Problem, wie man das ökonomisch macht, wie man es schnell macht und so weiter. Das Problem ist, dass, wenn Sie mitreden wollen, ist, dass Sie den Kristall lieben lernen und lesen lernen können. Zirkulär. Also Sie lernen, wie die Dinge rotieren. Das Planetensystem, die Mechanik des Planetensystems kennenlernen. Und das geht einfach nicht mit einem linearen Editor. Wir müssen zirkulär schreiben lernen. Sprich, programmieren lernen. So, das ist Mathematica. Na, hey. Gut. Wenn Sie das lernen wollen, habe ich Ihnen hier, all das mache ich Ihnen öffentlich, da gibt es, habe ich zusammengestellt, wo man das lernen kann, wenn Sie schon programmieren können, für Beginner, damit Sie ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie das geht. Da gibt es auch einfache Videotutorials, wie man den Editor bedient, nur den Editor, wie man Stylesheets macht, dass es so aussieht, wie man es gerne haben möchte, wie man neue Fonts einbettet und so weiter. All das ist so. Sie können es in der Cloud machen und so weiter. Das sind diese Dinge. So, was ich jetzt hier anbiete immer und worauf wir arbeiten wollen, ist ein File. Das heißt, das können Sie, werden Sie runterladen können. Ich denke am Samstag, wenn ich die Videos von dem Vortrag eingearbeitet habe. Dann habe ich das da, dann können Sie es runterladen von unserer Webseite, von dem Kurs. Das ist ein Dokument, das heißt, also ein Dictionary, das heißt, nee, ein Directory, das heißt MTP 2019. Das hat zwei verschiedene Ordner. Eine ist die Sourcen, da kommen Ihre Videos und Audios und Ihre Bücher und so weiter rein. Dies ist sowas wie eine Datenbank, die wollen Sie, ändern Sie nicht. Und der aktive Teil, das ist also quasi der passive Bibliothek. Und das aktive ist, wo Sie arbeiten, das ist Ihr Schreibtisch. Hier gibt es ein README, mit dem Sie die Dinge, wie Sie die installieren am Anfang und so weiter. So, im Working können Sie jetzt beliebig viele Unterverzeichnisse machen. Ich werde das Ihnen jetzt plausibel klein machen. Hier sind zum Beispiel dann die Lectures drin. Da ist die Lecture von heute, da ist der Zeitplan drin vom ganzen Semester. Das hatten wir vorhin. Hier ist der, ist die Vorlesung von heute drin. So. So ist das organisiert. Wenn Sie, machen wir das mal eben aus. Ja, wir können hier ein neues starten. So. Wenn Sie Mathematica installiert haben, habe ich jetzt zum Beispiel hier im Moment hier in den Applikationen, habe ich Mathematica. Sie können mehrere aufmachen, entweder klicken Sie hier doppelt drauf, wenn Sie mehrere machen, weil es oft lange rechnet, können Sie hier reingehen, gehen in den Package Content, so, gehen hier rein und dann startet das. So das Dokument, wie wir das hier vorhin hatten. Sie können jetzt hier sagen Open. Und die gehen auf diesen Ordner hier, My Sources, Code, Editor, und das ist die Umgebung, mit der wir arbeiten.
Wie gesagt, alles, was ich Ihnen gerade zeige, ist jetzt, wird online sein. So, dann sagen Sie Yes. Das ist der Passwort für Cenoteca. Das ist eine Datenbank, die Sie installieren müssen. Das machen wir später. So. Um Text erkennen zu können, wird hier ein neuronales Netz geladen. Das ist 200 Megabyte groß. Das kann am Anfang relativ lange dauern. Wenn Sie das einmal gemacht haben, dauert es nur beim Update länger. So, dann haben Sie hier allen Code. Wenn Sie nachgucken können, wie das alles funktioniert, ist das, können Sie hier nachgucken. Hier sind alle Funktionen. Was Sie jetzt machen können, ist ein neues Notebook machen, sagen Sie im Namen. Das ist hier S01, E01, Demo. Machen Sie ein neues Notebook. Dann können Sie anfangen. Das bedeutet, dass Sie hier in unserem Verzeichnis, in dem Working, da sehen Sie jetzt hier S01, E01, Demo. Da ist das Dokument drin. Und dieses Dokument muss immer den gleichen, weil Sie mehrere von diesen Notebooks innerhalb eines Bereiches haben können, muss dieses Name immer gleich dem von dem Directory sein. Das wird aber automatisch gemacht, sobald Sie nicht von hier aus starten, sondern immer hier über diese Menüleisten hier starten. So, haben wir das. Und jetzt können Sie anfangen und zum Beispiel hier sagen, ich mache sagen wir mal Open, ein anderes Open. Jetzt haben wir eins angelegt. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier die Architektur von in Norwegen. Hier haben wir ein sowas wie ein Storyboard über die Architektur in Norwegen. Das habe ich mit dieser Funktion hier automatisch erzeugt aus dem Internet. Gehen wir jetzt hierher. Öffnen die Dinge, hier ist ein Artikel, den kann man automatisch laden. Wir gucken uns hier die Source an, dann gehen Sie ins Internet und er zeigt Ihnen, wo das im Internet ist. Das ist genau dieser Artikel, den Sie jetzt in einem Storyboard hier zusammengefasst haben, unter diesem Namen. Sie können die Source von dem Image suchen, sind Sie da. Das ist jetzt quasi ein Storyboard von dem gesamten Architektur in Norwegen. Wenn Sie jetzt sagen, hier Peter Zumthor, ja, das finde ich interessant, habe ich schon geladen, okay. Gehen wir auf nächstes. Hier habe ich es noch nicht. Wenn das interessant ist, sagen wir Download Post, dann geht er ins Internet, liest die Seite und baut sich das in dieses Ding zusammen. Sie speichern das und haben das dann als Storyboard für irgendwas. Sie können das jetzt Copy and Paste machen. Was Sie jetzt machen können ist, Sie nehmen einfach das Bild hier, Copy oder auch die Source. Nehmen wir das Bild hier, die Source, kopieren das hier rein, nehmen den Titel noch mit, kopieren den hier, machen das wieder weg. Jetzt haben Sie hier mein eigenes Dokument, machen eine Überschrift da rein, Insert Page Break, Enter Name, Demo, Subchapter, bam. Haben Sie hier das, können das wieder kopieren. Wenn Sie das Original gucken wollen von dem, was Sie hier haben, gehen Sie hierher und das lädt dann automatisch dieses Dokument an der Stelle, wo Sie das hier haben. Das ist ein Hyperlink, ist wie im Internet mit den ganzen Hyperlinks. Nur, dass es ein Editor ist und dass er kreisförmig ist. So, gehen wir jetzt auf Cenoteca. Zeige Ihnen, wie das geht. Da haben wir Ihnen 500 Architekturbücher zusammengestellt. Architekturtheorie, Architekturbücher. So, das ist hier. Cenoteca, sagen Sie okay. Gehen wir hier Colas, Obris Project Japan. Haben wir das hier. Sie laden dieses ZIP-File runter.
Okay, gehen wir dahin und gehen wieder auf unseren Ordner, gehen in My Working, sagen, das gehört in die Bücher, nehmen dieses Kohlhaas, im Stehen ist es immer schwierig, setzen den hier rein, den Kohlhaas, damit ist er da, gehen jetzt hierher und sagen Notebook Open. Books, Kohlhaas, Obrist. Das ist jetzt ein Update auf das Dokument, das auch ein bisschen. Ein großes Buch. Hier ist er. So, das 100 Megabyte Buch. Aber was Sie jetzt haben ist, das ist jetzt sehr wichtig, ist, dass Sie jetzt hier jede Seite haben und dass das immer wieder ein Storyboard und zwar jetzt über das Buch ist. Das heißt, Sie können jetzt hier, gehen Sie nicht auf Design, den muss ich jetzt erst speichern. So, das heißt, wenn Sie jetzt hier warum klappt das nicht? Shit. Machen wir open auf ein anderes Buch. Gehen Sie jetzt hier, dann kriegen Sie jetzt in der Cenotheca den Originaltext, den Sie hier haben zum Editieren. Das ist jetzt Ihr Text zum Editieren, das ist Ihr Storyboard, mit dem können Sie das verändern. Sie können jetzt auch hier kopieren wieder, gehen in Ihren anderen Text. Hier, Bild, Page Source, zack, Image Source. Und so weiter. Wenn Sie diese Seite jetzt hier kopieren, das hier bei Ihnen reinsetzen, gehen Sie daher und sind sofort in dem Dokument von Ihrem Storyboard über das Buch. So, was Sie immer haben, ist drei Ebenen. Sie haben sowas wie die Source. Sie können Sourcen im Internet haben, zum Beispiel auf der Cenotheca oder auf Designboom oder bei Swiss Architects. Das sind die Sourcen. Sie haben die Storyboards, wo Sie darüber schreiben und dann kombinieren Sie das in Ihrem eigenen Buch, hier zum Beispiel zu irgendetwas, das, so hier können Sie das kommentieren und so weiter, das ist Ihre Schmier, also Ihre kommentierte Ausgabe von dem Buch und hier setzen Sie sich Fragmente zusammen zu Ihrem eigenen Dokument. Sie haben drei Ebenen, Sourcen, Storyboards und Ihr neues Dokument, was Sie schreiben. Und die sind alle beliebig kombiniert, so wie Sie das von Hyperlinks im Internet her kennen. Gut. Ich werde Ihnen da... So, nächstes. Wir haben... Machen wir das hier. Open. Movies. Nur damit Sie Spaß dran kriegen. Ha ha ha.
Wo haben wir jetzt hier die Indexes? Indexes hier, okay. So, hier haben wir Storyboards, mit denen wir Zikotiker die Movies bekommen. So. Sie können jetzt einfach hier eins dieser Blissful Years, Sie nehmen einfach dieses ZIP-File hier aus der Zenotheka. Wieder das Gleiche. Wir haben jetzt 320 Filme, die viel mit Architektur zu tun haben. Das wird auch immer mehr. Gehen jetzt hierher. Setzen das jetzt wieder in ihren Ordner. My Working, jetzt bei Movies. Gehen wieder auf Mathematica, Open, Movies, das ist das, was wir runtergeladen haben. Das ist jetzt das Dokument und das ist jetzt ein Storyboard von einem Film mit den ganzen Subtitles und so weiter. Und wenn Sie dann jetzt hierher gehen, kriegen Sie das Ding als Film. Ja? So, wir werden neue Medien dazu machen. Ich habe noch hier zum Beispiel die Swiss Architects Project, alle Schweizer Architekten von SwissArchitects.com. Alle Projekte sind jetzt hier. Hier, das sind jetzt alle Projekte von Swiss Architects. SwissArchitect.com ist hier, da habe ich alle geladen wie beim Designboom. 50.000 Bilder über Architektur der letzten 20 Jahre in der Schweiz. Sie finden irgendein Projekt hier, go on Project Source und haben das hier. So. Was? So. Sie verstehen, worum es geht, ne? Was wir tun ist, dann glaube ich, schauen Sie erstmal nur, dass Sie dann, ich werde jetzt nur Geschmack machen, dass Sie, so, was wir tun ist, dass Sie sagen, wir machen sowas wie einen privaten Google. Das Problem mit dem, was wir im Moment im Internet haben, ist, dass immer nur eine Distribution ist und man ist immer am Ende von einem Distributionskanal. Und man ist immer passiv und man muss einen gewaltigen Schritt machen, um etwas aktiv zu machen. Und das kriegt man nicht in den Kreislauf. Man kann nicht sowohl arbeiten und gleichzeitig produzieren und so weiter. Und dann in diesem Kreislauf ist immer Google und Konsorten sind dazwischen, die aufpassen, was sie machen und damit Geschäfte machen. Die sagen, egal was sie tun, immer danke, danke, danke. So. Und je mehr Sie das benutzen, desto transparenter werden Sie. Das, was Sie jetzt hier tun, ist, die Vorstellung ist erstens, dass Sie diese Arbeit und das Publizieren in einen Kreislauf bringen. Zweitens, dass Sie in der Öffentlichkeit sagen, ich mag euch alle. So wie Cambridge Analytica. Und dann hinter den Kulissen anfangen, mit solchen Maschinen selber zu schreiben, welche Meinung zu bilden und die auch zu artikulieren und dann rauszubringen. So, haben wir da noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich Ihnen sagen, wie das zum Beispiel jetzt geht mit diesen. Jetzt hatten wir diesen Film. Das war hier Blissfully Yours. Den muss man jetzt in eine Datenbank geben. Jetzt zeige ich Ihnen, wie dieser interne Google-Mechanismus funktioniert. Damit Sie in Tausenden von, also es sind jetzt 3,5 Millionen Bilder-Frames aus den 320 Movies, die wir haben, die Sie haben können. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich zum Beispiel
Ja, über eine bestimmte Szene, vergleichbare Szenen, wie kann ich das machen mit Korridoren oder Fenstern oder in Russland und so weiter. Wie kann man solche Sachen eben machen? Gehen wir jetzt hierher wieder auf unser Dokument. Na, das ist dieses, ich habe jetzt viele. Hier das, na, das ist auch noch der Cook, der ist auch ein Storyboard. Ah, hier ist unsere Geschichte, nee, ist auch Storyboard. Storyboard. Okay, machen wir ein Open. Das war mein Working. Temporary, zum Beispiel Gras, egal. So. Jetzt kann ich sagen, ich möchte gerne eine Map machen. Von allen Bildern, zum Beispiel von 100 Filmen oder von den 300 Büchern aus der Szenotheka oder von den Bildern aus der Szenotheka. Jetzt gehen wir aber, um es einfach und schnell zu machen, in die Movies und gucken unseren Blissfully dieses Movie an und sagen, davon möchte ich jetzt gerne eine Karte machen von all den ganzen Frames. Kurzer Film, 200 und jetzt braucht er eine Karte. Und jetzt, damit sind Sie im Kontrollraum von Google. Ja? Jetzt wird das gerade gelernt und all die ganzen Verknüpfungen gemacht. Und dann wird Ihnen eine Übersicht gegeben. Und Sie sehen jetzt hier, nach visuellem Eindruck sortiert, dass das Panorama, also sowas wie ein Regenbogen, wie wir das gesehen haben mit diesen Regenbogenfarben, die alle umeinander drehen, sehen Sie jetzt mit den Farbigkeiten und den Texturen nach visuellem Eindruck sortiert die Frames, die Keyframes aus dem Film. Sie können auch 100 Filme nehmen. So, und jetzt gehen Sie hierher und dann sagen wir zum Beispiel hier, die sind alle ungefähr so, drücken da drauf und jetzt sehen Sie, dass die alle ungefähr gleich sind. Gehen Sie auf den und dann sind Sie hier in dem Storyboard. Gehen Sie hierher, dann sind Sie auf der Xenotheka und gucken sich den Film an. Ja? So soll es sein. Und wir möchten gerne, dass Sie in dieser Art arbeiten und denken lernen. Und dass es cool ist, zirkulär zu schreiben. Das ist unsere Vorstellung. Sie werden bei Martin Delbecker das Gleiche mit Text machen. Die Texte sehen so aus. Das ist zum Beispiel ein Buch von Corbusier. Und da sehen Sie, dass das vergleichbar aussieht, nur dass dann die wichtigsten Konzepte da jeweils sind. Sie gehen zum Beispiel hier drauf, sagen, welche Elemente sind das? Ja, hier. Hier. Und dann kriegen Sie jetzt zu einem dieser Slots, wo die in der Grundform die häufigsten Worte jeweils da sind und die über Farben gekennzeichnet sind, dann sind das hier die entsprechenden Textpassagen. Sie gehen dann in den tatsächlichen Text und Sie gehen dann in das Original. So, Sie können Volltextsuche so machen, Sie können einen Absatz selber schreiben. Sie können von Corbusier einen Absatz schreiben und dann fragen, was sagt der Kohlhaas dazu?
dann kriegen sie die Texte, die so ähnlich sind wie dieser Text von Corbusier. Das ist quasi die Antwort von Kolas auf Corbusier. Sie können selber einen Text schreiben, quasi als Frage wie an Google, oder einfach einen Text schreiben und sagen, was sagt denn Adolf Loos dazu? Was sagt denn Kolas dazu? Und dann kommen diese Dinge, die so ähnlich sind, und reflektiert das dann. Sie können auch sagen, was haben sich denn Adolf Loos und Le Corbusier zu sagen? Das heißt, Corbusier liest das ganze Buch von Adolf Loos und Adolf Loos liest das ganze Buch von Corbusier. So. Diese Form von Sachen können Sie anfangen, so zu inszenieren, um in dem Vielen Sachen herauskristallisieren zu können, ohne das alles lesen zu müssen. Das ist ja vollkommen absurd, die vielen Filme, die vielen Bücher, die vielen Fotos alle zu sehen. Aber Sie kommen sehr, sehr schnell an die entsprechenden Punkte und Sie können sich das wie so ein Tamagotchi züchten. So, das wird einfach Ihr Freund. Und der weiß ungefähr, wie Sie das justieren. Und das soll ja nicht Google machen für Sie, dass der weiß, was Sie wollen. Ja? Weil der alles korrupt ist. Hier, das sind die To-Dos. So, wir müssen Mathematiker installieren. Schauen Sie da auf die, bei den Informatikzugriff haben. Sie müssen Blender installieren. Dass die Sachen miteinander verlinkt sind, brauchen wir eine Datenbank. So, machen wir das bis zur nächsten Woche, damit wir anfangen können, praktisch zu werden. Danke vielmals.